ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Susanne Weiß. Und ja, ich zeige euch heute mal ganz kurz, wieder in 3 Minuten, wenn es mir gelingt, den Zwischenstand vom Ballon. Ich habe heute die magische Grenze von 500 Zugriffen erreicht. Und ich dachte mir zur Feier des Tages, weil 5 meine Glückszahl ist, 505 Zugriffe, ich mache euch ein neues Video. Jetzt seht ihr mal hier, ich habe hier schon ordentlich weitergearbeitet, wie ich das Kupfer und das Gold eingearbeitet habe. Das Kupfer gibt die Tiefen, das Gold die Höhen. Ich werde dann auch noch zusätzlich wieder überzeichnen müssen, um Tiefen reinzubekommen. Ups, mal wieder das Problem, dass ich euch nicht zeigen kann, wo ich gerade male. Ein bisschen Wasser nehmen. Ja, wir haben viel erlebt. Wir waren vorletztes Wochenende am 1. November waren wir in Aachen ganz spontan auf der Papageienmesse. Und das war ganz schön, weil wir schon seit langem uns danach sehnten, mal den Herrn Dr. Reinschmied, den wir ja auch alle aus dem Fernsehen kennen, der sich für Artenschutz, Tierschutz, Vogelschutz einsetzt, den Spix-Ara wieder aussiedelt und nachzieht in der Handaufzucht. Ich will jetzt auch keine Fehler sagen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich, dass der Herr Reinschmied uns empfangen hat persönlich. Sich hat skribbeln lassen von mir. Das Skribbel könnt ihr zur Talkshow von der Messe im Internet sehen. Unter Susans Artwork Urban Sketching ist das die erste Seite. Da seht ihr dann, was ich dazu gezeichnet habe. Der Herr Bürkle, Dr. Bürkle und der Herr Reinschmied waren frech unterwegs, haben die Informationen, Randdaten und Live-Schaltung lustig organisiert. Es war richtig nett gewesen. Also nochmal vielen Dank und wir kommen gerne wieder. Ansonsten war ich bei Artroom 9, habe Roger Fritz die Fotokunst bewundert, durfte den Künstler persönlich kennenlernen, den Fotografen. Jonas hat mich begleitet, Gisela hat mich begleitet. Danke auch an Maggie und Raphael, die mich tatkräftig unterstützt haben. Jetzt zeige ich euch nochmal hier mein komplettes Bild. Von der Farbigkeit her kommt es sehr knallig, aber da wir jetzt Abendrotstimmung haben, filtert das mir natürlich nochmal das Rot ordentlich rein. Trotzdem seht ihr hier, wie pastos das Gold und das Kupfer auf der Leinwand stehen. Und ja, ihr wisst, meldet euch. Ihr habt Anregungen, Verbesserungsvorschläge, Ideen zum Wegfahren und Malen. Meldet euch bei mir, damit wir wieder was Kreatives verbrechen können, Neues. Schaut regelmäßig auf meiner Website vorbei. Ich freue mich, dass ihr so fleißig auf meine Seite geht. Weiter so. Und bis ganz bald, eure Susanne.